Hallo, ich bin's wieder. Heute biegen wir mal zusammen eine Hydraulikleitung bzw. Bremsleitung. Es muss nicht immer das teuerste Werkzeug sein. Das zeige ich euch heute hier. Es gibt hier ein Werkzeug, was unter 15 Euro kostet. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, heute geht es hier um diesen einfachen Hydraulikbieger, sage ich jetzt mal. Man sieht halt hier, wie ich jetzt bei einer hydraulischen Hebebühne die Leitung gebogen habe, also mit diesem Gerät. Und er hat da auch keine Knicke drin und nichts, also das ist schon eine super Sache. So, wir haben jetzt hier so 45 Grad, 90 Grad, 135 Grad und 180 Grad. Ja. Und die Null ist quasi unsere Gradangabe. Ja, immer was gegenüber steht, kommen wir dann da durch. Was R und L heißt, das kann ich euch gar nicht sagen. Also ich vermute jetzt mal rechts, links. Ja, genau kann ich das aber auch nicht sagen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal in die Beschreibung reintun. So, jetzt habe ich hier eine Hydraulikleitung. Ja. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, seht ihr jetzt hier, das hier ist jetzt 10, ja, das sind 8 mm und das ist für Leitung für 6 mm. Ja. Jetzt funktioniert das Ganze eigentlich so, dass wir die Leitung jetzt hier oben auf diesen 8 mm, wie das Rohr eben anliegt. Wichtig dabei ist, dass die Leitung hier oben gegen drückt, weil sonst funktioniert das nicht. So, jetzt tun wir den Hebel einfach hier ein bisschen reinbiegen. So. Sodass wir es oben auflegen auf 0. So. Und jetzt biegen wir das Ganze auf 90 Grad mal. Jetzt will ich euch das dann mal schön zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir am Anfang ein bisschen drücken. Und dann kommt es rum. Oh. 90. Gut, das ist noch nicht 100%ig 90. So. Okay, dann machen wir wieder auf. Ja, könnt ihr mal gucken hier, wie sauber die Rundung hier ist. Da ist nichts gequetscht, da ist nichts geknickt. Das ist alles echt super. Ja, jetzt haben wir das Rohr hier schön gebogen. Ja. Jetzt müssen wir es ja irgendwie noch verbinden. Ja. Und ja, ich finde, es gehört einfach zum Video dazu, dass ich euch auch zeige, wie man mit welchem System sowas verbunden wird. Und das nennt sich Klemmringverschraubung. So, jetzt habt ihr hier das Rohr. Ja, das ist jetzt wieder gesagt ein 8er Rohr. Dann gibt es dazu auch 8er Muttern. Das ist diese Klemmringverschraubung. Wichtig auch, dass die 8er Muttern zu den Rohr passen. Ja, das muss nämlich schön straff drauf gehen. Und danach kommt diese Klemmringverschraubung. Die kommt da auch drauf. Und die quetscht sich dann quasi, jetzt meinetwegen auf dem Adapter, eine Kupplung oder je nachdem. Ja. Wenn ihr jetzt die falschen Muttern habt, zum Beispiel wie das hier, das ist jetzt für eine 10er Leitung, da seht ihr schon, das funktioniert nicht. Da ist zu viel Luft. Ja, also könnt ihr vergessen, geht nicht. Also ihr braucht bei einer 8er Leitung auch die 8er Mutter. Das ist glaube ich 17er Schlüsselweide. Ja, 17er Schlüsselweide. Hier unten seht ihr jetzt schon, wie das Ganze aussieht, wenn es dann fertig gequetscht ist. Ja Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da. Abonniert mich, das hat natürlich den Vorteil, dass ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen tut. Wo ihr dieses Werkzeug beziehen könnt, das habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Wichtig ist für mich, dass das Teil funktioniert, dass ich meine Leitungen biegen kann ohne Knicke. Das ist nämlich wichtig, weil wenn ein Knick in der Leitung ist, bedeutet das, dass der Durchlass da verringert ist. Ja. Im schlimmsten Fall könnte sogar die Leitung reißen oder platzen an dieser Stelle. Deswegen ist so ein Werkzeug eigentlich schon Gold wert. Okay, das war's von mir. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.
Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.